Das schönste Pferd. Alter. Der treue Lebensgefährte. Ein super Licht heute. Muss man wirklich sagen, aber der gewinnt eiskalt Nordosten. Ich wollte mal so rumfahren heute wieder. Schon lange an. Es ist lange keine Tour mehr so angefangen. Das riecht total nach Gülle. Das sieht man auch. Da sieht man diese kleinen Furchen drin im Acker. Tausende von Liter Gülle ist da jetzt drin im Acker. Wie stinkt es so? Methan geht in die Atmosphäre, vernichtet die Atmosphäre. Die andere Wahrheit dieser Geschichte. Ja, jetzt habe ich Überrausch in der Nase. Fahr Richtung Großbiberau. Mal da oben ausfahren, die hohe Straße, dann Richtung Lichtenberg und vielleicht mal fahren. Ich bin doch so unentschlossen, wo ich hinfahren soll. Will. Der ist ja schon schön. Aber das Gezieher hat die ganze Zeit. Vielleicht mal da oben aus. Richtung Windlücke, da sieht man das auch. Da ist die hohe Straße. Da fahre ich mal hin. Das ist mein erster Ortsrandblick von Rheinheim. Da unten Richtung Großbiberau. Hinten dran Laudertal Neukirchen, wo ich am Sonntag war. Ich denke, dass ich hier rein muss, um da hoch zu gelangen. Forstberg. Ja, das wird schon wieder die Richtung sein. Wow! Da unten gehen gerade die Windrosen über das Feld. Das sah eben toll aus. Da hat der Forstberg nochmal. In Großbiberau. Die Höhen. Es ist natürlich schon gut, dass das Nordostwind ist, kommt ziemlich von hinten. Es ist so ein stetiger Anstieg hier hoch. Der Nordberg. Wie gesagt, hier vorne ist der Forstberg. Da hinten, wo es so staubt. Der Benson-Bölz-Kopf, wo die Hügelgräber immer waren. Dran sind die Odenwaldhöhen. Hier vorne drauf, das ist der Undertmorgen. Undertmorgenland. Ich war praktisch jetzt hier. Beziehungsweise die Straße der Windlücke, die hohe Straße ist so ein bisschen mehr nach rechts. Die geht da drüben hinauf. Da gibt es da oben so einen Verbindungsweg. Ich habe gerade schon die erste Flieder gesehen. Ja, so richtig Frühling eben. Da kann man jetzt sehen, wo ich bin. Ich sehe jetzt drauf. Die Lücke im Wind.
Ja, wenn es immer weitergeht, kommt ein bisschen Wasser raus. Hier oben die tollen Wochenendhäuschen, die Dachas der Einheimischen. Das ist dann romantisch, so durchs Feld durch. Man muss es wirklich genießen, solange man es noch genießen kann. Das ist alles so eine instabile Lage momentan in Europa. Das wird den wenigsten so wirklich bewusst. Da muss man einfach jeden Tag, wenn man die Möglichkeit dazu hat, rausgehen und das Leben genießen. Kommt einem jedes Jahr immer wieder mehr vor wie das letzte Jahr. Anscheinend wegen dem Winter. Ist ja blühen die wie verrückt. Überall. Ist das nicht schön? Mit mir kann man einfach so mitkommen. Gar nicht selbst zu strampeln, fährt einfach mal so locker mit. Da bin ich. Ja, man sieht schon an den Bäumen, dass die schon böse Eimer sind. Auch hier wieder bei Wind. Ein bisschen Lebensgefahr. Bei starkem Wind volle Lebensgefahr. So, jetzt könnte ich aber auf die hohe Straße kommen nach vorne. Das kann man auch wieder auf dem Baumschild da sehen, da steht es nämlich drauf. Die hohe Straße. Da. Die Schmetterlinge fliegen überall rum. Und wir sehen ja schon die rollierte Straße, das ist jetzt die Tut er erzählen kann. Guck mal, an der hohen Straße immer wieder an diesen Ausblicken vorbei. Da kommt man jetzt dann aus dem Wald heraus, fährt man unten über die Straße drüber, fährt man in den Wald wieder rein. Da sieht man nochmal diese Rollierung. Das ist immer wieder erneuert worden, weil es natürlich später auch noch ein wichtiger Weg geblieben ist, die Rohstraße. Und wenn man dann übergesetzt ist, wenn man den Blick nach hinten raus machen, kommt man in diesen Wald. Jetzt gerade an, der Frühling herauszukommen. Bäume. Perfekt wäre es, wenn die Flieger weg wären. Wäre das so, wenn die Leute auf Fliegen verzichten würden, das Klima schonen würden, aufs Autofahren verzichten würden, das Klima schonen würden, an die nächsten Generationen tatsächlich denken würden, nur noch Fahrrad fahren würden und nur noch E-Auto. Vielleicht. Aber jeder will da nun mal so seinen eigenen View machen. Obwohl er so bejahend an die Allgemeinheit denkt. Schade. Deswegen wird der Wald fallen müssen. Noch.
Ist nämlich viel zu trocken. Allerdings spitzelt hier im Wald die Nase bei mir. Ja, jetzt kommen die ganzen Blätter hier raus. Herrlich. Muss man alles mal niesen, so als alter Allergiker. Ich könnte jetzt da nicht aus dem Wald draußen bleiben. Drehen einem halt die Augen und die Nase läuft, ist nicht schlimm. Wir kennen das alle Jahre wieder. Holde die Bolde! Die Holde die Bolde, Strecke. Aber es ist wirklich so, man kann sich gar nicht satt sehen. An den Frühling. Jedes Jahr dasselbe. Da sieht man so die alten Hohlwege, die hier runtergehen. Und dann sieht man hier die tolle Stelle ausgeschildert. Das weiß man allerdings nicht, ob das so ist. Ich habe das damals mit einem Freund wiederentdeckt. Bei 20 Jahren, ich glaube 20 Jahre ist das schon her. Ich kann das schon 30 Jahre her sein. Da haben wir unseren Tee da draus getrunken und irgendwann kam ein alter Mann an und hat gesagt, hey Jungs, was macht ihr da? Das würde ich nicht machen, ich würde das Wasser nicht trinken. Wenn nämlich da drüben, kann ich nochmal am Ende von dem Weg zeigen, wo die Quelle des Gesundheitsbrunnens herkommt. Da ist die wilde Mülldeponie aus den 50ern, 60ern, vor der Flurbereinigung. Da müssen die Leute ihre alten Autobatterien, Kühlschränke, Haushaltswaren, Autos, Motorräder, Autoreifen, das haben sie da alles versenkt im Wald. Und dann kam die Flurbereinigung und hat die Flure noch eingeteilt und dann wurde es einfach zugeschoben. Und aus dieser Ecke kommt das Wasser von dieser Quelle. Deswegen ist das so eine Frage, wie gesund das Wasser aus diesem Brunnen wirklich ist. Und das ist praktisch hier unten links das Gesundheitsbrunnen, da in dem Wald, da unten. Und da aus dem Wald, da kommt die Quelle her. Und da liegt auch dieses ganze Zeug. Wir haben dann natürlich nie wieder Tee aus der Quelle getrunken. Noch haben wir uns das mit nach Hause genommen und daraus Tee gemacht aus dem Wasser. War dann für uns erledigt. Aber wenn man das sieht, man mal, das wissen manchmal die Leute in Groß-Biberau noch nicht immer, was hier eigentlich da im Wald los ist, wo die Quelle herkommt, was da passiert ist. Das sind die Anekdoten im Odenwald. Hier muss man immer aufpassen, wenn irgendwo draufsteht Gesundheit, das kann ja ganz was anderes sein. Gehen wir weiter da oben aus. Und hier auf dem Acker, da stinkt es auch ganz gewaltig nach Gülle. Das ist dann schon wieder dieselbe Nummer wie vorhin am Anfang der Fahrt. Man kennt auch diese kleinen Furchen, da sind noch so kleine Furchen mittendrin. Am Anfang des Feldes sieht man es. Und da liegt dann natürlich noch viel mehr, da liegt dann noch Mist. Das ist nochmal zusätzlicher Methan. Bei der Trockenheit, da muss selbst der tollste Wald und die tollste Natur kaputt gehen. Und das ist Neuschwanstein des Odenwaldes, das Schloss Lichtenberg. Wunderschön ist es hier. Das hat schon was. Die Odenwaldhöhen, vorne, das ist dieser keltische Ringwall. Dann ist die Neunkirchner Höhe. Ja, jetzt werden wir geradeaus weiterfahren. Schöne alte Häuser hier unten. So ein Lost Place, so ein altes Schindelhaus. Wie hübsch. Die, wo da gewohnt haben, die sind schon längst tot. Wunderschön ist es hier.
die alten Fachwerkhäuser vom Odenwald. Wird man so einfach sorglos abgerissen. Dann können wir froh sein, dass noch welche da sind. Das sieht auch aus von der Gardine her wie ein Lost Place, da wohnt auch keiner drin. Na, guck mal da. Autos für Zwerge. Jetzt mal da hinten wieder hoch. Dann mal so ein schöner blühender Baum. Da ein großer Greifvogel, wie es an der Runde sieht. Gift, das ist auch so Mist. Gülle und Gift. Gülle und Gift. Da sieht man es. Das ist das Suspekte am Menschen. Die wissen jetzt natürlich, was das macht mit der Umwelt, mit dem Grundwasser. Und dass alles übersäuert ist und alles übersalzen ist. Aber es wird immer munter weitergemacht. Der Wahnsinn hört einfach nicht auf. So, jetzt ist gleich wieder symbiotisch den Berg hinauf. Die Bäume sind schön am Waldrand. Jetzt ist gleich wieder hummelig. Da muss man dann die Kondition aufbringen und sich durchbeißen. Und dann klappt es schon, dann kommt man auch in so einen Berg da hoch. Das ist mit dem Schotter, das ist nicht voll fahrradfeindlich. Außer haben wir ja der E-Bike. Man kann es jetzt gar nicht riechen, aber es riecht total herrlich nach Waldmeister. Ach, wie toll. Ach, herrlich. Was ein Duft. Kriegt mir klar ein Waldmeister-Eis. Dann ist das Bollwerk von Lichtenberg. Ich fahre nämlich jetzt gerade nach Lichtenberg hinauf. Unter der Woche ist es ja super. Am Wochenende ist es ziemlich voll. Aber unter der Woche ist es im Odenwald immer toll. Kann man sehen, wo ich gerade hochfahre. Und hier ist auch der keltische Ringwall. Oben im Wald. Schönes verschlafenes Nest, das Lichtenberg. Da, the Lost Place. Da sieht man das Bollwerk hinten dran. Ausblicken. Da ist ein Schloss.
1634 erbaut. Ja. Ziehbrunnen. Aha. Sind da Ziehbrunnen? Jetzt kann man ja leider nicht reingucken. Da ist mir mal eine lange Arm. Ich kann nicht mehr gucken. Dann bräuchte ich längere Teleskop-M. Aber ich pfeife mal. Man hört am Echo oder am Hall, dass es sehr schon tief ist. Aber man kann halt nicht sehen, wie tief. Ich habe gerade so ein Mini-Stück Putz gefunden. Ach, das geht aber nicht durch. Nee. Tja. Das ist das Torhaus. Da ist das Tafeltor. Kann man mal kurz den Film anhalten, kann man es lesen. Reingehen und da aus der Öffnung, da haben sie wahrscheinlich das Pech rausgeschüttet, wenn sie belagert worden sind, die Angreifer zu vertreiben. Jetzt raus. Und da an der Scheune, da steht was. Da steht die Begrifflichkeit Zehntscheue. War meistens das eigentlich Zehntscheue. Ja, das hat eben das, dass die Bauern, die dem Schlossherrn verpflichtet waren, die ja das Land von dem Schlossherrn bekommen haben, den zehnten Teil, ein Zehntel ihres Kornes abführen mussten. Sozusagen als Zoll, als Maut, als Pacht. Und das war die Zehntscheue und es wurde darin gelagert, dieses Korn, was sie abführen mussten. Deswegen heißt es Zehntscheue. Jetzt können wir das imposante Bauwerk mal von außen sehen. Und hier in dem Gebäude hat wohl mal der Verwalter früher gewohnt. Der so nach dem Rechten nicht mehr gesehen hat auf der Burg. Die Wege sauber gehalten hat, im Winter Schnee geschippt hat. Der hat wohl hier sein Domizil gehabt. Dann gehen wir mal da neu. So. Da der schöne Frühling. Jetzt mal in den Innenhof hereingucken. Hier gibt es auch Wohnungen drin. Da gab es zumindest mal früher. Die sind immer noch da.
Ein mächtiges Bauwerk. Und wenn man sich trauen will, dann kann man das hier auch machen. Nämlich des Standesamtes. Mal einen Blick hineinwerfen. Das geht natürlich nur, weil ich so ein Riese bin. Wenn ich jetzt was gesehen habe, weiß ich jetzt nicht. Das werde ich dann daheim erstmal sehen. Sieht man dann das Wappen von denen, von den Lichtenbergern. Das waren ja alles Ritter. Das zeigt das auch an, dass sie Rüstungen tragen durften. Und hochgestellte Persönlichkeiten waren. So, dann gehen wir nochmal das Treppchen hoch. Und machen wir nochmal den Blick in die Landschaft. Herrlich der Duft, der Baum. Da freut sich die allergische Schnupfennase. Aber es ist so toll. Ich kann einfach nicht widerstehen. Und hier hat man dann den grandiosen Blick nach Lichtenberg. Da vorne ist das Bollwerk, wie gesagt. Da der Blick in den schönen Odenwald. Das ist die Neunkirchner Höhe. Und da oben drauf ist der keltische Ringwall. Dann sind die Windräder von Neutsch und Oberberbach bzw. Niederberbach. Den Betrachtern des Filmes sei gesagt, also wirklich unter der Woche, das ist hier der Geheimtipp. Am Wochenende ist es ziemlich nervig, weil es immer ziemlich überlaufen ist. Aber unter der Woche ist es hier richtig toll. Das will Proviant mitnehmen, was zu trinken, Wasser. Das Kaffeestück schon unterwegs geholt beim Bäcker. Und dann hier hochgekommen. Ein Picknick gemacht, beispielsweise. Also Alt-Odewald-Häuste, der Baustil, und es geht hier überall knackig den Berg hinauf. Aber so schöne Alt-Häuste. So, sind wir auf der anderen Seite wieder oben. Dann stammeln wir wieder durch den Wald. Geht's hoch zum keltischen Ringwald. Sieht man, wie es da auch geht. Also wenn die Römer gekommen sind und wollten das einnehmen, so eine Burg, dann war da schon ganz schön was los. Da mussten sie sich schon ganz schön durchkämpfen.
Das hier ist der alte Lichtenberger Brunnen. Gucken wir kurz mal. Sieht mir gar nichts. Muss erstmal mein Utensil rausholen. Und dann meine Neuleuchte und dann kann man das auch sehen. Tatsächlich. Da sieht man die Wasseroberfläche. Die erste Wasserversorgung, wahrscheinlich auch die Wasserversorgung von da oben. Von dieser Fliehburg. Jede Menge Schnagen gibt es hier. Ja, das Wasserverhältnis müsste da haben, da hat der Stöcke reingeschmissen. Und da tritt dann das Wasser hervor, was da oben aus dem Brunnen rauskommt. Das ist dann nur eine. Aha. Und das ist alles noch im Nahbereich, von mir aus, ist von Rheinheim 15 Kilometer bis jetzt. Nicht weit. Doch pur Odenwald. Ja. Ein toller Tag schon wieder. Hubbel die Hubbelsteiger. Im Schildach zu Ortal bin ich schon fast in Neunkirchen. Natürlich auch wie immer hinauf. Aber die Pumpe macht 105 Beats die Minute. Das ist überhaupt nichts. Da ist so ein Tracker schon super. Da weiß man immer, wenn man durchglüht. Wenn es Zeit wird, mal locker zu machen. Die Optik wird dann immer schöner. Aber wie gesagt, kannst du mir wieder sagen, nur unter der Woche. Am Wochenende bei so einem Wetter ist hier die Hölle los. Also im Vergleich zu unter der Woche, wo gar nichts los ist. Tickt das so, wenn es überhaupt nichts los ist. Das ist eine Ruhe. Und es gibt weniger Flieger am Himmel. Mal sehen, wo man ist. Ein toller Zwieselbaum, eine Doppelkrone. Na, das war doch in der prähistorischen Zeit bestimmt mal was. Hier oben.
Da ist ein alter Steinbruch drinnen. Da ist zerklüftet. Da sieht man es. Hier so ein Baum, das nennt man einen Elefantenfuß. Wow, der ist ja toll. Ein Elefantenfuß, wow. Der ist auch so auf so einer Schwingungsstelle, steht der. Das wäre nicht so. Das ist der größte Elefantenfuß, den ich bisher gesehen habe. So einen Watz habe ich noch nicht gesehen. Hammerartig. Ganz schön klotz. Und wenn man so ein bisschen seine Fantasie spielen lässt und den Stein hier vorne mal genau anguckt, dann sieht er aus wie ein Kopf. Der hat was auf der Seite, der wirkt wirklich wie ein Kopf. Die Augen, da oben ist angedeutet, das eine Auge, das andere Auge ist die Nase und unten ist der Mund. Schwert kann man ganz gut erkennen. Die ganze Zeit, was macht denn hier so ein Tier? Dann hüpft da einer entlang. Verrückt. Da sind wir in der Schloss Lichtenberg, aber von der anderen Seite. Der Gegenwind ist von Großbierbrau, gigantisch. Mein Gott, als ob er stehen würde, wenn er reinstrampelt. So, da bin ich schon wieder am Rand der Etage. Dann habe ich irgendwas gesehen. Hübsch. Die wilden Tiere des Odenwaldes. Perfekt. Yam yam. Mal gucken. Ja, mich sieht's ja nicht. Da vorne hat's irgendwas gewittert. Mich hört es nicht und sieht es nicht. Ist doch schön, der Odenwald. Wenn man sowas einfach sehen kann, am Dach. Dann habe ich gerade gesehen, dass gar nicht alleine ist. Das nehme ich noch eins. Ah, ein Böckchen. Drei im Kopf. Ich bin noch ein bisschen weiter vorgeholt. Jetzt sehe ich, dass sogar drei sind. Da ist noch eins. Die ganze Erde, das sind sogar vier.
nicht selten, dass immer vier Stück auf einen Haufen sind. Der Abstoß.